Moin Moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, im heutigen Video schauen wir uns die Koi an, die aus der Verpaarung entstanden sind, wo ich den Deutz Kohaku mit dem Deutz Sanke verpaart habe. Es sind mehrere Varietäten mal gefallen. Shiromuchi, komplett weiße Fische. Benigoi, komplett rote Fische. Dann einmal Sanke, so wie der Vater. Und auch einmal Kohaku, so wie die Mutter. Ja, vier Varietäten aus einer Verpaarung, auch nicht schlecht. Es waren auch noch AK Beko bei, also quasi rote mit schwarzen Flecken drauf, komplett rote Koi. Da war aber nichts bei, was ich weiter behalten habe. Wie ihr hört, mein Husten ist immer noch da. Das geht jetzt schon anderthalb Monate. Nicht so schön. Das heute ist quasi die Fortsetzung zu den beiden Videos davor, wo es darum ging, dass wir hier den Teich leer gemacht haben, um alle Fische rüberzusetzen, damit man den Teich hier abbauen kann. Schreibt gerne wieder unten in die Kommentare rein. Hat letztes Mal ja sehr gut geklappt. Freut mich sehr dolle. Welcher Fisch euch am besten gefallen hat, finde ich immer sehr, sehr spannend, wie so die Meinung von euch ist. So, dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. So, dann sind wir jetzt hier bei unserer Sanke Kohaku Verpaarung und fangen mit den einfarbigen Fischen an. Hier haben wir jetzt zwei Benigoi und ein Shiromuchi. Von den Shiromuchis gab es noch ein paar mehr. Da habe ich mir jetzt den besten behalten, einen einzigen. Und ja, finde ich sehr interessant. Fangen wir mit dem weißen auch an. Kopf könnte ein bisschen länger sein, aber so halt komplett schneeweißer Fisch. Der Kopf müsste noch mal ein bisschen umfärben, dass der auch noch schön weiß wird. Muss man mal schauen. Könnte auch sein, dass es ein Männchen ist. Hat jetzt 35 plus 2, hier muss man immer 2 cm dazu zählen bei der Wanne, also 37 cm. Hat hier so ein bisschen Ginnrin, aber sonst ist er komplett nackt, also keine einzige Schuppe, richtig schöner Deutz. Die fühlen sich so richtig krass glatt an. Ja, und dann haben wir noch die beiden Benigoi, einen bisschen kleineren, einen bisschen größeren. Und hier sieht man schon das Problem, was viele Benigoi haben, dass die halt Shimmy haben oder zu Shimmy neigen. Hat der kleinere jetzt noch nicht. Der größere hier leider eins, aber solange das ein Shimmy ist und er nicht halt komplett voll mit Shimmy ist, ist das halt kein Problem und sieht trotzdem schick aus. So, wollen wir dich nochmal messen, dass wir da mal wieder so einen Referenzwert haben. 33 plus 2, 35 cm. Die beiden Benigoi, die feiere ich schon dolle, die finde ich mega, mega cool. Da bin ich echt gespannt, wo bei denen die Reise hingeht. Vielleicht fällt es euch auch auf, es wird leider immer ein bisschen dunkler, da jetzt irgendwie noch mehr Wolken aufgezogen sind. Könnte passieren, dass es gleich noch regnet, aber wir haben ja ein Dach über dem Kopf. Nur, ja. Aber ich gucke gerade auf die Kamera, die Farben kommen noch gut rüber. Ich denke mal, das geht noch. Aber ist halt Kunstlicht und kein Sonnenlicht, was wir hier haben. Bei den Benigoi sieht man auch noch, dass die Kopffarbe intensiver, also dunkler ist als die vom Körper. Da wäre halt auch noch schön, wenn sie das auch anpassen würde und nachher alles gleich rot ist. Ja, aber sonst sehr schöne Fische. Ich finde das auch so cool hier in den Flossen, dass man also diesen Kontrast hat. Vorne rot, nach hinten wird es dann weiß. Bei ihm sind die hier mittlerweile komplett rot. Ich weiß gar nicht, wie die von unten aussehen, aber eigentlich sind die auch kaum unten rot. Ja. Also das ist ein komplett roter Fisch. Mit so richtig geilen Rot, finde ich. Es gibt ja auch so Benigoi, die gehen ins Orangene. Wenn die noch so wären, wie die Kopffarbe ist, dann wäre das richtig pornös. Ja, bei ihm müsste es andersrum sein. Der Kopf müsste noch die Farbe von der Haut annehmen. Dann wäre es halt auch richtig geil. Aber gerade bei weißen Fischen hat man das häufiger, dass der Kopf eher so beige ist und nicht so richtig knalleweiß. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den nächsten Schwung aus der Verpaarung an. So, aus der Verpaarung sind auch die drei entstanden. Das sind Bekos, sprich komplett weiße Fische mit schwarzer Zeichnung. Und ja, das Beste heben wir uns natürlich zum Schluss auf. Also die Sanke und Kohaku, die in der Verpaarung rausgekommen sind. Da sind richtige Kracher bei, wie ich finde. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die an. Mit Schwarz ist ja auch immer so eine Sache. Schwarz ist so eine veränderbare Farbe. Wird mal mehr, mal weniger. Und man kann es bei den dreien auch schön sehen. Bei denen sitzt das Schwarz halt noch teilweise so unter der Haut und muss halt noch so richtig rausdrücken. Seht ihr das hier? Und wenn das rauskommt, wird halt dieser Fisch auch viel schöner gezeichnet sein, als er jetzt ist. Jetzt ist er halt doch nur hier so zwei Flecken, der einen Seite Flecken. Und dasselbe bei den anderen beiden, die sich da hinten gerade verkrümeln.
hier, bei dem sieht man es auch. Da ist halt noch so viel schwarze Zeichnung unter der Haut, die müsst ihr noch durchdrücken, dann wird er richtig schick. Und das ist hier auch mein Favorit von den dreien. Hat, finde ich, die beste Körperform. Fällt hinten so ein bisschen ein, aber der Kopf, finde ich, ist richtig schön. Und ja, wenn ihr euch das Schwarz mal anguckt, das ist richtig so, ja, so lackschwarz, glänzt richtig. Und hier müsste halt auch noch das Schwarz rauskommen. Er wäre ein bisschen leicht gezeichnet und auch noch ein bisschen weit oben rum. Wenn man mal schaut, wäre halt nur hier an der Rückgratbeschuppung oder am Rückgrat lang mit schwarzer Zeichnung, wenn die durchdrückt. Aber ich denke, wäre trotzdem ein cooler Fisch. Und bei den Deutz, da hat man ja immer den coolen Kontrast. Deswegen, das glänzt ja richtig schön, ne? Dieses Weiß zu Schwarz, ohne dass da diese Schuppen zwischen sind, sieht schon geil aus. Von den dreien würde ich eigentlich nur noch den großen hier behalten, den hier. Und die anderen beiden würde ich dann auch abgeben, wenn es dann soweit ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer dazu gesagt habe, ob ich alle behalten werde. Aber mein Platz ist ja auch begrenzt. Und deswegen machen wir das ja jetzt hier, damit hier ein paar Fische aus dem Becken rauskommen. Ja, so viel kann man zu denen auch nicht sagen. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Creme de la Creme aus dieser Verpaarung. So, da kommen wir zu diesen drei selbstgezüchteten Sanke von mir. Bisschen unterschiedliche Typen. Wir haben hier einmal diesen Riesensanke. Der war damals außerhalb vom Netzgehege und hatte halt Luxusleben außerhalb. Da waren halt Algen, da waren ganz viele Mückenlarven und Insekten haben sich dort angesetzt. Und deswegen würde ich sagen, ist der so mega perfekt gewachsen. Und die anderen sind halt durchschnittlich groß. Also sieht man schon, was das ausmacht, die Ernährung. Dass man da halt doch noch, ja, so einem Naturteich weit hinterher hängt. Und dass das auch einiges ausmacht. Deswegen würde ich sagen, messen wir den mal. Der hat 48 plus 2. 48, 38 plus 2, also genau 40. Und ja, auf einer Zeichnung her nicht so der Spannendste. Man sieht, hier liegt aber auch noch Schwarz zwischen. Also wird das dann, wenn es mal rausdrücken sollte, was ich ja hoffe, nicht ganz so leer sein in dem Bereich. Und das meiste Schwarz würde auch nicht auf Haut, auf der roten Haut liegen. Also hier sieht man das Schwarz auf Rot, so sollte es eigentlich nicht sein. Dass hier so eine weiße Stelle ist, ist auch nicht so optimal. Aber ich finde, er hat halt eine mega geile Körperform. Ist halt richtig, richtig gut gewachsen. Kann halt mit daran liegen, weil er außen war. Aber ist im Nachhinein halt auch weiter gewachsen, nachdem man im Netzgehege war. Hat ihn, glaube ich, mit so einer Größe dann außerhalb rausgekeschert und mit zu den anderen gesetzt. Er ist, denke ich, für die Zucht sehr interessant, da er eine geile Körperform hat, eine gute Qualität und halt die Zeichnung nicht so toll. Aber damit könnt ihr mir schon vorstellen, mal ein paar Jahren zu züchten. Muss mal gucken, wie er sich weiterentwickelt. Und 40 cm ist halt schon ein Wort. Hat eine ordentliche Höhe. Wird jetzt so ein bisschen rot, das ist aber vom Stress. Ja, dann haben wir noch die anderen beiden. Von den beiden ist der hier mein Favorit. Der etwas kleinere, der jetzt hier. Hier bei ihm ist noch so ein bisschen verschwommen. Er hat aber die schönere Zeichnung. Ihm fehlt ja so ein bisschen rot. Eigentlich sollte er ein Sanke so aussehen wie ein Kohaku von der Zeichnung her, mit zusätzlich Schwarz, und das Schwarz am besten halt nicht auf Rot, sondern so wie es hier auch ist, so daneben. Der hat halt dann noch ein bisschen Schwarz im Rot. Hier hinten das rote Zeichnungselement müsste noch ein bisschen größer sein, dann hätte man so einen schönen Versatz, dass hier rot ist, da rot und immer so hin und her geht. Hier hinten ist es leider ein bisschen klein, aber dennoch sehr schöner Fisch, finde ich, richtig geiler Sanke, gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn man so möchte, hat er hier vorne auch noch so einen maroden Fleck, was auch sehr gut ist, was halt nur bis an die Augen geht, nicht irgendwie hier in die Kiemendecke runterläuft, hier mit Nackenbeginn auch aufhört, nicht in die Nasenlöcher reinläuft. Hat der hier auch so einen maroden Fleck, aber halt nicht so intensiv. Der hat hier aber auch schöne rote Zeichnung, aber halt leider ein bisschen kleine rote Zeichnung. Wäre die noch größer, wäre der auch ganz geil, aber ja, finde ich auch alle drei mega cool. Die drei bleiben auf jeden Fall bei mir. Da will ich weiter gucken, was aus denen wird. Hier bei dem Großen, was man noch dazu sagen könnte, ich finde, es täuscht mal so ein bisschen, dass der einen krummen Kopf hat. Das liegt aber, glaube ich, an der Zeichnung, weil wir hier rot haben, hier weiß und die rote Zeichnung so einen Bogen macht. Das ist, als ob er einen krummen Kopf hätte. Aber wenn man sich den so hier so zwischen die Hände packt und guckt, dann sieht man schon, dass das gerade ist. Ja. Mega, mega geile Fische. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ich finde,
richtig, richtig gut. Deswegen diese Erfahrung auf jeden Fall wiederholt. Ich hatte leider nicht so viele Fische zum Start. Da waren mir leider sehr viele eingegangen. Aber das, was da geblieben ist und was ich noch selektiert habe, das waren dann trotzdem immer noch ein paar tausend Fische, sind es doch, finde ich, sehr schicke Koi geworden. Deswegen also diese Verpaarung, ich glaube, immer wiederholt. Ich wiederhole mich auch schon. Mein blöder Husten ist auch noch am Start. Und ja, eigentlich auch ganz cool aus der Verpaarung, dass man sowohl coole Sanke als auch coole Kohakus bei rumbekommen hat. Und die coolen Kohakus zeige ich euch jetzt. So, dann sind wir jetzt hier bei unseren beiden Kohakus, die noch über sind aus der Verpaarung. Der eine war so, naja, aber der andere, der ist Bombe. Also alleine nur wegen diesem einen Fisch hat sich schon die ganze Zucht gelohnt. Würde ich auch sofort wieder wiederholen. Und zwar ist das der hier. Der ist so geil. Der hat so eine geile Rotqualität, die hat er von seinem Vater bekommen, dem Sanke. Das Weiß ist richtig geil klar und richtig schön abgegrenzt. Hinten der Schwanzstiel ist frei vom Rot. Rot läuft nicht die Kiemendeckel runter. Hier ist so ein bisschen ums Auge, aber nicht im Auge. Und richtig schöne Zeichnung, finde ich. Es war ein bisschen einfach, so 1, 2, 3, 4 gesteppt. Immer so ein bisschen versetzt, aber was will man mehr? Richtig, richtig geiler Kohaku. Bin ich mega stolz drauf. Der hat jetzt 33 plus 2, 35 cm. Ich habe schon im letzten Video erzählt, die Fische sind nicht mega groß. Die wurden jetzt beide Male kalt überwintert. Jetzt schwimmen sie hier auch gerade bei 10 Grad. Das dient, wie im letzten Video erwähnt, kann ich vielleicht hier nochmal erwähnen, eigentlich nur dazu, dass wir ein bisschen mehr Platz jetzt in dem Becken kriegen und dass die großen Fische aus dem großen Teich hier mit reinziehen können und dass ich den großen Teich schon mal abbauen kann, da ich ja jetzt umziehe. Und das ist hier der andere. Der hat hier hinten auch so ein bisschen schwarz mit drin, könnte so vom Sanke sein. Also da ist das Rot auch ein bisschen zurückgegangen, das war hier vorne eigentlich auch mal geschlossen. Also der hat sich nicht so gut entwickelt, da war ich mir damals auch schon unsicher, ob ich den mitnehmen soll. Dafür ist der hier mega, mega pornös geil geworden. Feiere ich richtig dolle, finde ihn richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr, sehr dolle. Also der wird auf jeden Fall bleiben und den werde ich, denke ich, abgeben. Ja, so haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Platz und ja, ich hoffe, euch gefallen. Könnt ihr auch gerne mal wieder hier zu dem in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Ich feiere den mega, mega doll. Ja, und der andere geht so, aber den werde ich abgeben und der darf auf jeden Fall mit weiter. So wie ich finde, mega, mega coole Koi bei. Also diese Verpaarung will ich auf jeden Fall wiederholen. Ich hoffe, das klappt vielleicht schon dieses Jahr, wir sind jetzt schon ein Jahr weiter. Also in Österreich, aber das wird dann alles doch ziemlich knapp, wenn ich jetzt im März umziehe und das alles so weit ist und ich brauche noch Platz für die ganzen Becken und ja, kommen mehrere Sachen zusammen. Also vielleicht kriegen wir eine Verpaarung hin. Und das wäre dann höchstwahrscheinlich die, weil die so mega, mega cool war. Da habe ich richtig Glück gehabt. Und ja, sind auch schon ein paar schöne Fische bei rumgekommen von den paar Tausend, die wir am Anfang bei dieser Verpaarung hatten. Wie gesagt, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, welcher Fisch hat euch am besten gefallen, würde mich interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos, wenn ihr Benachrichtigungen bekommt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Wochenende. Tschüss!